Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu 7 Days to Die, einer neuen Staffel. Und wieder mit dabei ist der Nordic. Ja, guten Tag, hallo. Ups. Joa, wir sind auch ein bisschen getrennt. Wir haben uns noch nicht gefunden hier. Ich habe aber schon mal ein bisschen was gelootet und da hinten läuft irgendwo ein Tier rum. Ja, ich bin auch gerade schon dabei, ein bisschen was einzusammeln. Schon mal, dass wir erstmal die Quest am Anfang machen können. Also ich. Mhm. Ja, vielleicht sollte man zu Anfang nochmal kurz sagen, wir spielen auf Nevis Gain, weil es so ein bisschen Probleme gab mit Random Gen und wir dachten uns ja, okay, genau. Da ich jetzt zumindest im Random Gen ja auch schon die andere Staffel habe, spielen wir mal ein bisschen Nevis Gain. Hat sich auch anscheinend einiges getan. Ja, und das passt auch, fand ich ganz gut, weil wir hatten ja auch bei der ersten gemeinsamen Staffel, hatten wir dann auch Random World. Dann ist das hier mal auch wieder ein bisschen was anderes. Ja, kann man so sagen. Ah, das finde ich auch mal gut. Kann man wieder schön in Nevis Gamer reinschauen. Genau. So. Wie schaut's denn hier überhaupt aus? Miau, miau, miau. Ich hole mal gerade ein bisschen was von allem mit. Ja. Die Quest am Anfang, das war dann die Notiz einfach vom Duke, ne? Ja, wie gesagt, die öffnest du ja sowieso gleich. Also da, die habe ich gleich wieder gescrappt, weil die braucht man ja, glaube ich, nicht. Achso, ich hab die tatsächlich. Bei mir passiert gar nichts. Nö, ich glaube, das ist halt die Quest, die du oben rechts halt stehen hast. Das ist diese Tutorial-Quest, schätze ich mal. Genau, da habe ich gar nichts. Das ist ein bisschen interessant. Da habe ich gar keine Quest. Also kein Fertige deinen Schlafsack oder sowas? Nee, das hat mich eben gewundert. Okay. Na gut, ist ja nicht schlimm. Nö, aber es sind halt dann auch nochmal wieder Punkte, ne? Es sind wieder Erfahrungspunkte, die fehlen nachher, wenn du die gemacht hast. Ja, das stimmt allerdings. Ich mache mal aber erstmal die Sachen einfach ganz normal. Kleiner Stein sammeln. Jo. Hier ist direkt so ein Wassertower, glaube ich. Da gehe ich mal gerade rein. Ja, so. Alter Bild. Oh, Stein. So viel Stein ist hier aber nicht. Oh nein. Geier. Tschüss. Oh nein, der kommt. Ich habe doch keine Leben verloren. Hau ab. Ist. Komm her, du Vieh. Oh, ich treffe das Vieh nicht. Na. Oh. Nee, ich treffe den Geier auch nicht hier. Na, ich habe hier den Hasen, wollte ich ja schlagen, aber. Ach komm, scheiß auf den Hasen. Ich hab jetzt keinen Bock, in der Erde zu laufen. So. Moment, ich mach mir erstmal einen Klapp und dann komme ich mal wieder zurück. Blöder Geier hier. Ich habe auch direkt mal schön zwei Kochtöpfe und Kochgrill gefunden. Das können wir auch wunderbar gleich brauchen. Brenne. Ha. Okay. Hab ich ihn doch noch geholt. Wunderbar. Oh. Blöder Geier hier. Holz. Ich habe mir nur noch einen Stein zu meinem Glück. Ach, da ist ein Stein. Bin ich so sauer, jetzt muss ich erstmal einen Baum kloppen. So. Was war's denn nochmal? Die Steinaxt kann ich sogar schon machen. Wunderbar. So. Yay. So, auch Steinaxt habe ich auch. Wunderbar. Pflanzenfaserhemd. Ja, alles meins. Ich bin dann echt mal gespannt, wie die Performance ist, wenn wir mal größere Horden oder sowas haben. Ja gut, das sehen wir natürlich dann auch erst später, ne? Also gleich die erste Horde wird ja nicht so dramatisch. Mhm. Ja, oder wir finden halt irgendwie so ein eine Bude, wo echt viel Action ist, ne? Ja, sicherlich. Ich mach mal gerade einen Holzknüppel. Aber optisch ist es auf jeden Fall auch deutlich besser geworden. Huch. Alter Schwede, was war das denn gerade? So. Ja, definitiv. Also von der Performance ist es teilweise wirklich gut. Und von den Texturen ist es wirklich gut. Also technisch gesehen eigentlich ganz okay. Dem schließe ich mich an. Stirb! So. Jetzt muss ich mir erstmal da oben einen Stein suchen. Dann sammle ich ein paar Steine. Ah, Moment. Bevor ich da überhaupt mache, muss ich gerade mal den Geier hier zerlegen. Wenn er noch da liegt. Sei denn, der ist schon despawned? Ne, da liegt er noch.
Hast du einen Knüppel, soll ich? Okay. Knüppel. Jo, dann mache ich auch direkt mal hier ein kleines Knochenmesser. So. Nice. Ich kann direkt auch ein paar Sachen stapeln. Ah, nur Papier. Da. Rohstuhl aufheben. Ah. Hallo, keiner fort? Okay. War merkwürdig, dass hier keine Zombies sind. Ja, ich hatte gerade einen. Ja, hier bei mir meine ich. Achso, eben verbrannten dann extra noch, ja. Das stimmt. Na gut, vielleicht bin ich noch in dieser Safe Zone drin, das kann natürlich sein. Ja. Trotzdem ist es merkwürdig. Hallo. Wie viele Steine habe ich denn gerade? Ich habe, okay, holen wir mal 50 mit. Ich glaube, das passt dann. Oder wir machen vielleicht den ganzen Stein gerade mal kaputt. Hm. Oh, Gegenstand kaputt. Dann schnell reparieren. Hier ist auch niemand. Hm. Ach, ich dachte schon, hier steht ein Zombie. Das ist aber eine Drecksau hier. Mein Gott. Was denn? Ja, hier steht eine Schaufensterpumpe und ich dachte, hier steht ein Zombie. Aber nein. Nein. Hm. Ich guck gleich mal, ob ich hier auch ein Haus finde, wo man dann erstmal campieren kann. So, okay. Und noch ein Vogelnest. Hm. 6 Federn. Jo, nehme ich mit. Nicht so geil, das Haus hier. Oh ja, auch gut. Habe ich hier noch irgendwas? Und nee. Hops. Ach ja, Küche. Ja, eine Küche. Ah, Nitrat. Kein Kaffee. Jo, hier haben wir Wasser drin. Und da unten ist eine. Ich gehe einfach mal rein. Ne, ist keine Kiste. Okay. So, und. Oh, ups. Das war nicht ganz so gut. Jo. Und raus geht's. Okay, ist auch nix. Nope. Leitern sind gefährlich. Gut, ich mach mich weg. So. Ist auch alles. Ja. Ach, da vorne kommen direkt ein paar Häuser. Gut, haben wir mich auch mal wieder auf dem Weg. Wo ist der Cookie da hinten irgendwo? Okay, dann mache ich schon mal so langsam auf dem Weg. Achso, einen Bogen soll ich craften. Ja, das sollte ich machen. Das ist ein bisschen schade mit der Aufgabe. Lerne, lese das. Ich will die Aufgabe machen. Dann halt nicht. Ah, Moment, das macht doch auch Sinn, hier mitzunehmen. So. Ja, hier ist direkt eine Siedlung. Da ist eine große Medizinfabrik. Okay. Komm her, du. So, ich zieh dir einen über. Das und das. Dann packen wir das dahin und das dahin. Den Bogen packen wir dahin. So. So, Federn. Federn, 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 Federn. Achso, wir müssen noch Holzrahmen mal, muss ich noch bauen, oh Mann. Holzrahmen. Ja, wie viel schluckst du denn hier? Geht doch. Lagerfeuer. So. Wollen wir uns in der Stadt erstmal irgendwo reinbauen? Oder lieber außerhalb? Ja gut, ich habe jetzt gerade den Händler markiert gekriegt, 800 Meter, dann wollte ich erstmal hin und dann kann man ja sonst vielleicht da mal in der Gegend vielleicht mal schauen, ob wir da vielleicht ja, uns irgendwo niederlassen. Haben wir es nicht immer so weit Sinn. Zum Händler. Der ist aber entgegengesetzt von mir, ne? Ah, okay. Oder? Oh, ich weiß nicht. Ich sehe den auch noch nicht, Moment. Ja, der ist rechts hinter dir quasi. Also den kannst du ja nicht sehen, logischerweise. Mhm. Dann setze ich den mal eben. Ach, so ein Krabbler-Zombie. Achso, Moment, teilen muss ich den noch, oder hast du den gekriegt? Nee, musst du teilen. Ach, Quatsch, hier. Mit. Poppenpilz, jo, jetzt habe ich was bekommen. Hier, Händler 1. Ah, okay. Ja, der ist quasi neben der Stadt. Das ist ja super. Ja, siehst du.
Passt ja perfekt. Oh Mann, ein Hühnchen bleibt doch mal stehen. Ich will jetzt hier nicht lang. Come back. Nein. Ich hau jetzt erstmal ab. Wobei, die hole ich mit. Ah, Hühnchen, du willst jetzt... Ach komm, Hühnchen, leck mir was. Dann nicht. Goodbye. Oh, ein erster Zombie. Hallo. Grüß dich. Und der ist kill dir voll. Aber ich erinnere mich hier wegen der Quest, ne? Das hattest du doch auch mal, oder? Da war mal irgendwie was. Ja, ich war dann komplett zurückgesetzt, ja. Auf ein gewisses Level, das ist richtig. Oh, das ist auch ein Hühnchen. Bogen, hast du einen Bogen gemacht, ja, ne? Ich ja. Na klar. Wie ist das eigentlich in der jetzigen Staffel? Hat sich da irgendwie kampftechnisch was verändert, dass es man sagt, mach besser Bogen oder? Nö, nicht so dramatisch. Nee, finde ich jetzt nicht. Ich sehe das Hühnchen gar nicht. Wo ist es hin? Viehzucht wäre ja auch irgendwie sowas, was ich ganz nett fände. Ja, doch, kann man machen. Ja, wäre nicht ganz verkehrt. Aber dann ist es wahrscheinlich wieder zu einfach. Das werden sie auch wieder nicht machen. Ja, das könnte sein. Wobei, man kann ja irgendwie sagen, dass man ganz viele Aufgaben hat, dass man da ein bisschen mehr ausgelastet ist dann. Ach, scheiße. Nee, ja. Boah, hier zerlegen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass da noch so viel zukommen wird bei 7 Days. Man weiß es natürlich nicht, aber... Ja. Oh, Hase, bleibt doch mal stehen. Ach, Mann, ihr seid auch so Drecksviecher, ey. Ich hab Kohle gefunden. Ah, ich hab's Huhn gekillt. Nice. Ein Schuss. Komm her. Her mit dem guten Hähnchenfleisch hier. So. Gib ein knuspriges Knackhähnchen. Knusperhähnchen. Ich markiere mal gerade hier bei mir schon mal Schatz. Die Kohle. So. Habe ich wieder was zum Buddeln gefunden. Sehr schön. Ah, ja. Den letzten Schatz, den ich gefunden habe, der war irgendwie unter der Straße verbuddelt. Das fand ich ganz so toll. Ja, okay, gerade am Anfang, ist... wenn du unterm Asphalt bist, das ist tierisch scheiße. Ja. Na jo. So. Warte, dich hol ich mal gerade mit dem Bogen. Aber die Hitboxen sind besser, oder? Habe ich gerade das Gefühl. Ja, sicherlich. Manchmal hat man trotzdem noch das Gefühl, dass man auf ein paar Kilometern erschlagen wird, aber... Nee, ich meine jetzt, wenn du mit dem Pfeil auf den Kopf schießt beim Zombie. Ja, auch da, ja gut, das auch, aber ich schieße trotzdem noch mal ab und zu daneben, also... Was heißt ab und zu? Öfters daneben. Bleib stehen, Hähnchen. Ich sehe dich schon goldbraun. So, erstmal zum Händler. Ach, das ist noch ein Auto. Oh, ich gönn mir mal das Auto. Oh, da hinten haben wir noch was anderes. Das wäre mir natürlich noch lieber als das Hähnchen. Ich sehe schon, am zweiten Tag ist alles ausgerottet. Keine Tiere mehr. Ja, wahrscheinlich. Lange kann es nicht dauern. So, eine Zweier-Axt. Das war fein. Oh. Federn. Federn. Ups. Knapp daneben, glaube ich. Oh, lauf doch nicht so zickzack. Ach Gott, ich treffe gerade gar nichts. So. Weiter geht's Richtung Händler. Und da vorne sehe ich schon eine Brücke. Das heißt, es müsste eigentlich ein bisschen freundlicher da vorne gleich werden. Es ist doch sicherlich, oder ich hoffe doch zumindest, ein grünes Biom. Jetzt habe ich ihn. Geht doch. Jetzt haben wir den ganzen Pfeilen hier wieder her. So. Oh, Bein ab.
dann zerlegen wir den mal wirklich. Oh, das haben wir jetzt. So, das hat 20 Fleisch hat das gerade gegeben. Das ist fein. Oh, da ist noch mal ein Hühnchen. Ansel Adams River. Ja, schön. Richtiger Jagdtrieb. Gute Nacht. Aha. So, mehr Pfeile, mehr Pfeile. Was Feines. Gerade mal schneller Wegpunkt zum Händler, da laufe ich auch mal gerade darüber. Und jetzt muss ich direkt mal nach einem Vogelnest Ausschau halten. Ich brauche wieder neue Pfeile. Oh, die Brücken haben sie auch schick gemacht. Das sind jetzt schöne Rampen, wo man rüberlaufen kann. Ah, herrlich. Herrlich. So. Kann ich schon irgendwas scrappen oder irgendwas wegwerfen? Ah. Ach, hier. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich gerade bin. Ich glaube, hier habe ich vor Zeiten mal eine Basis gebaut in der Nähe. Ja, gut. Also ich sag mal, so ganz wird sich Neverscan auch nicht verändert haben. Die meisten Sachen kennt man ja doch, wenn man etwas öfters mal Neverscan gespielt hat. Ja, ja. Und früher gab es ja auch nur Neverscan für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so lange dabei sind oder seit einem Jahr oder so. Random Gen gibt es ja auch noch nicht. Naja, gibt es schon eine ganze Weile, aber von Anfang an gab es ja nur Neverscan. Ich war echt froh, als die das eingebaut haben. Ja, definitiv. Macht ja auch nur Sinn. Ja, ich mag halt den Faktor, dass du einfach sagen kannst, du rennst gerade auf einer Welt rum, wo vielleicht noch kein Mensch vorher war, so. Ja, genau. Bei Neverscan war es ja dann sonst immer so, du wusstest genau, wo welche Gebäude sind, wo was ist. Genau. Und das ist natürlich dann nervig. Also, was heißt nervig nicht, aber ist ja doch irgendwann weiß es eben halt. Und das ist blöd. Bei Random hast du immer dann die Möglichkeit, kannst du da jetzt bauen, kannst du da jetzt nicht bauen. Gutes Areal, schlechtes Areal, wenn du Pech hast, bist du direkt in der Wüste irgendwo. Genau. Ich bin mal gerade kurz in Working Stiff reingegangen. Nicht mit mir, Freundin. Oh. Der Zombie hat nicht die Glasscheibe kaputt gemacht. So. Und nochmal. Oh, hier können wir natürlich auch schön looten, aber ich lasse es mal lieber. Oha, hier ist eine Hundehütte. Das kann natürlich sein, dass hier auch Hunde rumrennen. Das finde ich jetzt nicht so schön. Das wäre natürlich hervorragend für einen Start. Was habe ich denn da gerade gefunden? Ein Jagdmesser. Dann nehme ich das doch lieber zum Zerlegen, oder? Neverscan Creamery. Ja, wobei, ich lasse erstmal drin, das kann ich ja gar nicht reparieren. Was ist das denn da oben? Achso, das ist eine Lampe. Okay, nichts drin. Oh Gott! Hau ab! Stadt. Da fällt mir noch gerade ein. Ja. Ich könnte ein paar Verbände könnte ich bauen. Ja. Erste Hilfe-Verbände. Genau. Okay. Hast du schon das Rezept dafür gefunden? Nee, beziehungsweise die normalen meine ich. Ach so, wollte ich sagen. Falls ich gleich mal bluten sollte, ich habe hier nämlich echt gerade einige Zombies. Zumindest für den Anfang einige. Drecksviech. So, noch 100 Meter. Ich bin tierisch überladen. Und was habe ich hier? Stahlwerkzeugteile und Motorwerkzeugteile. Wunderbar.
Sieht aus wie Obi hier. Im Gartenabteil und sowas. Oh, hi. Oh, ich bin auch gleich da. Hallo, bitte Mindestabstand behalten. So. Haben wir. Und auf einmal schlagartig alles grün und hell. So gefällt mir das. Oh. So ein Drecksbiom. Oh ja. Wobei, ich glaube, die anderen Steine hier hole ich nächstes Mal mit. Da ist Loot. Ich glaube, ich komme hier nochmal wieder. Ich bin gerade einfach völlig überladen. Oh, Jen, du bist es. You might want to get some antibiotics for that. So, was hast du denn für mich, Jen? Wahrscheinlich nix. Heroide hättest du. Oh, Messbecher für 500. Oh, naja. Oh. Nachtsichtbrille für 4000. Na, und eine Magnum könnten wir kaufen für 6880. Ja. Ah, Kneipenschläger. Kneipenschlägerei Band 4. Bei diesem Dreh sind keine Tiere gestorben. Hasen zerlegen. So. A few things turned up missing the other day. Ach, warte mal, ich will mal gleich hier eine schöne Aufgabe entgegennehmen. Beseitige Zombies, vergrabene Vorräte. Ich mache mal beseitigte Zombies. Das sollten wir auf jeden Fall auch mehr machen, dass wir so Aufgaben mehr verfolgen, würde ich sagen. Ja, ja. Also das skill ich immer ganz gerne am Anfang mit. Ja. Muss ich nur wieder zurück ins verbrannte Biom laufen. Ach, Mann. Irgendwie habe ich hier nur Kriecher auf dem Weg. Bis auf einen verbrannten. Immer nur Kriecher. Ich muss gerade kurz ein Häuschen suchen, wo wir reingehen. Oder vielleicht kurz was anfangen zu bauen, was wir bauen wollen. Lass mal gucken, wo du bist. Dort hinten. Ja, ich bin langsam. Auf dem Weg zur Stadt oder was? Also ich bin gerade bei der Stadt in der Nähe. Ja, wollen wir da gucken oder wollen wir was bauen? Ich glaube, für den Anfang würde ich vorziehen, in ein Haus zu gehen. Also bevor wir selber bauen. Jo. Aber hier ist dann ja schon das verbrannte Biom, also hier gibt es nichts so Tolles. Nichts Tolles zum Wohnen. Ja. Komm schon, du schaffst das. Wieder. Gut, hier ist Niemandsland. Ich glaube, da vorne ist das der Händler. Ja. Ja. Der Händler ist kein Haus, ne? Nee, beim Händler ist jetzt. Nee, da fängt nachher das verbrannte Biom schon an. Oben stehst du, ich sehe dich. Okay. Hallo. Ja, moin. Ich sehe da hinten so ein Haus, aber das sieht aus, als wäre es auch schon drin. Nee, das ist alles verbrannt da hinten. Alles, was hinter dem Händler ist, genau, ist alles verbrannt. Kohle und Blei. Mal gleich hier mal ein bisschen markieren den Laden. Kohle und Blei. Achso, Moment. Das könnte ich auch mal gerade teilen mit dir. Kohle habe ich nämlich auch gefunden gehabt. Kohle. Achso, ich habe gerade teilen keinen. Jeder. Perfekt. Speichern. Wo macht er das jetzt hier gerade nicht? Achso, doch, macht er. Ah, oh, ich trottel. Der ganz oben angezeigt. Kohle. Boah, ich bin ja noch ganz nackig. Moment. Pflanzenfasersachen könnte ich mal machen. So. Ja gut, also ich meine, wenn du da hinten die Stadt hast, dann sollten wir vielleicht da erstmal gucken gehen. Weil wie gesagt, auf der Seite ist ja nichts. Also das, Ja, hätte ich auch gesagt, dass wir das erstmal machen. Ich meine, man kann sich natürlich schon irgendwie ein Erdloch oder sowas bauen, aber ja. Ja gut. Dann ist die Stadt, verstehe. Und noch ein Zombie, hey. Da bist du lang. Ich muss mich echt mal entmüllen, so viel wie ich mittlerweile dabei habe schon. Das hier ist Nitrat. Wo ist denn das N hin? Klappt das? Oder ja, nee, das geht. Ich brauche noch ein paar mehr Pfeile, bis er sich dann mal. Oha. Ich bin gleich tot. Ich bin jetzt tot. Oh, das gibt's doch nicht. Oh ja, schön. Soll ich gerade hier warten oder soll ich schon mal zum Haus gehen? Ja, mach wie du willst.
Scheiße. Pfeil. So. Ah, jetzt bin ich natürlich dann auf. Nee. Ja, so unnötig wieder mal. Immer nur diese unnötigen Tode, jedes Mal. Ich weiß aber noch, letztes Mal fing das doch auch so an, ne? In der zweiten Staffel. Ja, bei der Horde fing es so an. Ja. Aber gleich in der ersten Folge, gleich direkt am Anfang. Oh Gott. Ja, gut passiert. Das passiert. Wir könnten theoretisch sogar auf die Brücke was bauen. Ja, aber das muss ja nicht sein. Nee, nee. Ja, die hält, glaube ich, auch gar nicht so viel aus, ne? Das weiß ich nicht. Oh, das auf welche Entfernung treffen die denn? Ich bin gleich schon wieder tot, wenn es so weitergeht. Komm schon. Meine Güte. So. Moin, was Mann, 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 Mann. Ich baue mir jetzt schon mal direkt eine Truhe hier. Oh. Ups. Ach ja, was ist das hier? Das sieht aus wie Blei. Ja, markieren. Teilen. Jeder. Puh, was sehen wir denn? Irgendwas, was nicht so groß ist. Da hinten, das sieht... wobei, das sieht ein bisschen zu klein aus, oder? Da vorne. Wobei wir auch das Dach dann abnehmen könnten, wenn wir mehr Platz brauchen. Ja. Dann würde ich erstmal so eine kleinere Hütte holen. Ja, es reicht ja von Anfang. Ja. Und wieder durchatmen. Ah ja, genau. Du läufst in den Garagenhäuschen. Mit Tunnel nach unten. Ach komm, bauen wir erstmal hier rein. So, erstmal aufmachen und erstmal entmühlen hier. 58 Fleisch habe ich gefunden. Ja. Oder gesammelt. Also, jetzt nehme ich auch mal gerade mit hier, das hinten noch. Oh, jetzt fehlt mir natürlich die Stamina, du Drecksau. So. Ich baue hier schon mal ein bisschen los. 20 reichen, glaube ich, erstmal. Okay, das ist ein bisschen unsicher. Und der nächste Kriecher. Oh Gott. Okay, die Hütte ist doch ein bisschen. Oder war nochmal Holz. Was waren das? Wie hießen das nochmal, diese Holzplatten? Holzplatten? Ja. Oder gab es für Holz nicht so Platten, so Bodenplatten einfach? Doch, ja. Eigentlich schon. Ich glaube, das war aber aus Frames einfach, ne? Kann das sein? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich müsste nachgucken, was man aus Holz machen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Dinger gerade heißen. Weil Holzplatten baue ich so gut wie nie. Das war aus den Frames. Ja, ich würde hier erstmal so ein Loch zumachen. Mach das jetzt einfach mal. So. Übrigens, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Wollen wir so langsam ein kleines Päuschen machen? Ja, würde ich sagen. Das trifft sich. Ich werde mich erstmal hier so ein bisschen einnisten. Ob wir bleiben, müssen wir schauen. Ich glaube eher, wir ziehen nochmal um. Ja, definitiv. Aber zumindest für den Anfang. Gerade mal, um hier ein bisschen rumzumüllen. Ja gut, dann würde ich sagen, der Nordic macht sich auf den Weg hierhin. Wir haben jetzt wenigstens schon mal ein Dach über dem Kopf für den Anfang. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Stille Schluss, oder? Ja, würde ich auch sagen. Kleines Bräuschen. Dann bedanken wir uns fürs Einschalten und hoffen, dass euch hier diese erste kleine Folge zur neuen Staffel, zur neuen Alpha gefallen hat. Und mal sehen, wo uns hier dieses Let's Play hinführen wird. Genau.
dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen. Tschüss. Ah. Ah. Süß. Moment, Sekunde.